Sehr gut, sehr gut. Ich habe ein Konzert mit meiner sehr schönen Geige in meiner Heimat gegeben. Ja, war cool. Ja, ja, einmal so mich hören. Sehr gerne. Ja, ja, es wäre alles gut, alles in Ordnung, wenn ich dieses Problem nicht hätte. Welches Problem? Ja, ich weiß nicht, ob ich dir erzählen kann. Es ist zu schlimm und unglaublich. Ich glaube, du kannst mir nicht glauben. Doch. Erzähl okay. Ruhig. Ja, ich kann dir sagen einfach, ich will unbedingt nicht mehr einschlafen. Jedes Mal, wenn ich einschlafe, wache ich wieder an der Musikhochschule auf. Aber bist du dir wirklich ganz sicher, dass du in der Musikhochschule wieder aufkommst? Ja, ich bin sicher. Ich gehe dort jeden Tag üben. Aber das ist ein großes Problem. Wie machst du das? Wie schaffst du das? Das Schlimmste ist, das passiert überall. Wie machst du das? Das ist ein wirklich so großes Problem. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss einfach mich daran gewöhnen.
Morgen. Hallo. Wie geht's Ihnen heute früh? Ja, was kann ich machen? Ich habe mich daran gewöhnt. Okay. Gut, dann weiter so. Wiedersehen. Ah, Herr Doktor, Herr Doktor. Ja, Frau Schulz. Hätten Sie kurze Zeit für mich? Einen Moment bitte, ja. Ja. Schauen Sie auf Peter Zuprin 93, die Dosis erhöhen. Ja. Ansonsten, Puls ist in Ordnung. Ja, Frau Bescholz, ja, bitte. Ja, kann ich, super, vielen Dank. Ich wollte mit Ihnen mit dem Patienten Patsche sprechen. Ach ja, Alessandro. Dann darf ich kurz sehen. Die Akte. Genau, Alessandro Patsche. Richtig, richtig. Also, ich war jetzt gerade noch einmal bei ihm und es sieht wirklich sehr schlecht aus. Ja, es hat sich verschlechtert. Ja. Sollen wir zunächst mal die Medikamentierung erhöhen? Ja, ich weiß aber nicht, ob das ausreichend ist. Er hat Wahnvorstellungen, er wacht immer an einem anderen Ort auf, wo er einschläft, meistens in der Musikhochschule. Und dieses Problem hat er wirklich überall. Und es ist viel zu gefährlich mittlerweile und ich weiß nicht mehr, was ich noch machen kann. Gut, dann werden wir die Therapie vertiefen. Ja. Ich gehe es mir mal selbst ansehen, ja? Das wäre wirklich sehr wichtig für mich, ja. Alles klar. Ja, vielen Dank, Frau Fischer. Tschüss. Tschüss. Dann gehen wir mal.